Was geht ab? Ist jeder am Start? Ich habe heute was sehr Besonderes, spontan. Ein sehr spontanes Idee mit gewisse etwas Spezialgast. Oh, ich habe die manche Lichter vergessen. Wartet mal. Seid ihr bereit für die Überraschung? Liebe Freunde, begrüßt mit mir Fresh_motherfucking_cut. Herzlich willkommen. Servus. Damit ist es natürlich nicht erledigt um 1 Uhr nachts. Spontan. Wir haben uns gefragt, was können wir machen, da ich lange weg war. 5 Jahre. Was können wir machen? Da haben wir gedacht, wir probieren official eiskalten Gönnergies für euch. Ja. Und Vitana de Santut, ich habe leider nur 2. Mit dem dritten ist es ein bisschen schwer. Thumbnail-Pack, Bild. Warte, du musst reinkommen, oh, warte, wegen Bild. Ja, komm mal, ein paar Sekunden. Dich muss man auch sehen. Sieht man nicht. Ja. Okay. Wir probieren für euch die Gönnergies. Busgibbe. Eiskalt, Digga. Total kalt, Alter. Was geht, Freunde? Wie geht's euch? Was habt ihr, People? Sind die ganzen Immigranten da? So unnötig, einfach 1 Uhr, wo kein Mensch da ist. Content. Okay. Kein Mensch da ist. Du bringst mich um. Schmeckt es? Wir probieren noch, Digga. Wir haben noch nicht probiert. Ja. Dafür sind wir da. Wenn ihr Bock habt, starten wir direkt mit den Gönnergies. Was sagt ihr? Herbert, mit was fangen wir an, Freunde? Fangen wir mit dem blauen Gönnergy? Mit dem roten oder mit... Also leider kann ich von dem nicht ganz trinken, wo Ananas-Slicer... Yes, stimmt. Tropical. Ja, ich habe alle... Das ist ja nicht dasselbe, man. Das ist ja, wie nennt man das? Allergien. Aber ein bisschen kann ich probieren, ist egal. Diese Ananassäure und so kann ich nicht. Freunde, mit was fangen wir an, sagt mal. Raspberry Cheesecake. Das haben voll viele gesagt, das schmeckt brutal geil. Echt? Ja. Extra für euch vom Tankstelle geholt. Ja, 85 Euro. So. Nee. Ah, passt perfekt. Dreh. So. Ja, das passt. Um sich sowas wie Pokémon. Freunde, wie geht's euch? Was geht? Interessiert mich eh nicht. Mit was fangen wir an? Cheesecake. Bist du bereit? Schere, Stein, Papier, mit was wir anfangen. Für was bist du? Ich bin für rot. Ich bin für blau. Einmal oder? Machen wir zweimal. Zweimal. Schere, Stein, Papier. Was sieht das? Schere, Stein, Papier. Glück und klar. Rot. Amunakrem, böne Schanzle oder Mubinza. Was für eine Frechheit. So, Geräusch. Jeden nähen. Schon ohne Trinken schmeckt's. Digga, das war gerade Tschüschane. Rot ist mit Cheesecake. Schirmchen. Ja, Mann. Oh, riech mal. Bock. Boah, mich dreht's gerade, warte. Riecht echt scheiße, Digga. Was denn? Mann, ich küsse dein Herz, Habibo. Das riecht so richtig laktosisch. Riech und bewerten mal erstmal das Geruch. Die Farbe ist eigentlich okay, oder? Weißt du, wie das riecht? Das sieht wie Karottensaft, gell? Sieht das aus, erstmal vom Aussehen. Ja, oder? Ja, Farbe, ja. Diese, Choked all oder probieren Energy. Ich hab voll vergessen. Wir schaffen heute gar nicht mehr, wenn wir alles trinken. Das ist eine Dose, 500 ml. Digga, das ist echt. Weißt du, das riecht so nach diesem einen Lutscher. Ja. So komische Lutscher. Yaru heißt das, gell? Yaru Cheesecake. Ja, ich weiß nicht, das schmeckt. Also, riecht auf jeden Fall ein bisschen komisch. Nein, Geruch gefällt mir nicht so, muss ich ehrlich sagen. Weil es halt nach Chupa Chups. Nein, wie heißt so, diese Lutschding, ja, was du gesagt hast, ja. Okay. Ich hoffe, die haben es nicht gehört. Hat geklickt.
noch Cheesecake. Verbrannte Cheesecake. Ich sag erstmal meine Meinung. Von 1 bis 10 Geruch ist. Also Dosis schon mal. Also steht auf jeden Fall mehr. 10 von 10. Aber 500 ml ist echt Gönner. Ja, 1,5 Liter. Der gönnt mal richtig Energy. Deine wenn du eine Dose trinkst, Alter, brauchst du nichts mehr im Leben. Warte. Direkt Herzinfarkt. Also hat einen leichten Touch. Geruch ist halt diese Lutscher, Digga. Ich gebe von 1 bis 10 gebe ich. Also farblich gebe ich auf jeden Fall 8. 8. Geruch gebe ich 6. Ja, 4. 4. Ja, er muss. Oh, ein bisschen was, mach mal. Muss es richtig an den Gaumen. Muss es so zwischen den Zähnen. Würde ich es so freiwillig immer wiederholen? Nein. Aber würde ich es trinken, wenn man es mir anbietet? Ja. Also ich muss sagen, also ich habe echt wirklich mehr erwartet. Viel mehr. An dem Roten? Ja. Es ist aber trinkbar. Ja, ja, natürlich. Guck mal, es ist nicht so, nach einem Schluck hast du keinen Bock mehr, Öl, bist du hier? Ich trinke halt gerade, guck, fertig. Und nachher haben wir Herzinfarkt, wir haben noch 2 Dosen. So wie die Streamer das alles gesagt haben, wenn das so geil schmeckt, finde ich jetzt nicht so. Also ich habe auf jeden Fall viel mehr erwartet. Nein, man, es schmeckt nicht scheiße, Digga. Was? Ungewöhnlich. Es ändert sich nicht, manchmal. Es schmeckt immer noch nach das, was es ist. Ja, das ja, aber... Sagen Sie schön, als wenn wir so 500.000 Abonnenten am Reaction machen. Ja, also, St. Kimsen bewerten wir das. Cool. Oh, wenn wir alles da trinken, ich sag's dir, ich will kriegen Herzprobleme. Ich weiß nicht, wie viel. Es ist halt 5, es ist halt halbe Liter, aber ob da viel Koffein drin ist. Stimmt halt, was alles drin ist. Nur Vitamine. Nur Vitamine, ehrlich. Naja, guck, Vitamin B. Einfach so, tack, weg. Vitamin B. Wir probieren jetzt Tropical Exotic. Erstmal Farbe. Sieht gut aus. Sieht das riecht hell aus. Nach Maracuja. Warte. Maracuja. Maracuja. Oh, Digga, riecht das geil. Riecht, ich schwör's dir. Also, das riecht heftig. Geruch ist geil, Digga. Das ist echt geil. Warte. Brutal. Also, das ist viel geiler wie das. Mhm, schön Baksana. Digga, du merkst Unterschied. Dass das auf jeden Fall. Ja, wir haben echt noch gute Note für Geruch und so gegeben. Also, Geruch ist hier 10. Aber wenn man jetzt, vergleicht, riecht der echt heftig, Mann. Das riecht 10. Oh. Mindestens 10. Echt? Ja. Erstmal er bewertet 10. Er hat 10 gegeben für Farbe und Geruch. Lass dir. So Geschmack. Ich weiß nicht, Alter, so 7. Echt? 7, 8. Rebeer hast du 8 gegeben. Nein, da habe ich 4 gegeben. Geschmack bei dem war 4 Mark, das war. Und was hast du 8 gegeben? Geruch oder was? Irgendwas hast du 8 gegeben. Habe. Probier auch mal. Es ist so ein bisschen sauer, aber komisch irgendwie. Also Geruch sage ich auf jeden Fall 8, 5, 9. Okay. Sogar 9 würde ich sagen. Wieder zu viel, wieder zu wenig. Aber das ist doch das Geile. Es ist nicht so extrem, wo du trinkst und hier so einen Schleim hast. Wie bei, ich will jetzt keine anderen Marken nennen. Digga, erinnere dich mal an andere Getränke. Du hast voll oft sehr viel Schleim, ja, Digga. Und ich glaube, das sind null Zucker, ha. Vergiss das nicht. Die sind Zero. Nein, mag das doch, schon. Guck. Davon zu Ding. Das ist ein Zero. Zero-Getränk, muss man sagen. Ah, jetzt kommt mir nicht mit Zero schlimmer Politik. Und Geschmäcker sage ich, für ein Zero-Getränk. Muss ich schon sagen, Digga, gut. Aber schmeckt, kann ich nichts sagen. Was gibst du? Geschmack? 7, 8. Ja, davon richtig. Aber das ist das Geile. Ich find's geil, das Rübsen. Und dann, dass das Geruch kommt, anstatt Mundgeruch kommt da Maracuja, Digga. Ist doch geil. Ich sag 8. 8, Digga, 8. Jetzt kommen wir zu den letzten. Oh, die Farbe ist krank, Digga. Sieht echt nice aus. Digga, die Farbe ist. Aber genauso geil. Hell und farbig wie bei Maracuja, Ding, Exotik. Richtig geile Farbe hat er. Ja, Mann, die Farbe ist echt nice. Ah, jetzt riechst du an, viel offener anders da. Oh, Mann, das erinnert mich an irgendwas, aber ich weiß nicht. Was gibst du Geruch und Farbe erstmal? Farbe ist geil. Finde ich auch. Geruch ist auch geil. Also finde ich auch. 10. Geschmack ist auch. Geschmack ist echt geil. Also Geruch und. Also das würde ich auf jeden Fall öfters kaufen. Blaue? Ja, definitiv. Es soll natürlich nicht Disrespect sein, ne? Versteht nicht falsch. Es ist.
Jeder Mensch hat andere Geschmack. Ich finde die beiden bis jetzt von Geruch. Geschmack muss ich auch noch probieren. Schmeckt echt geil. Wallah, Digga. Das schmeckt echt geil. Das kannst du echt immer. Das ist so ein. Das ist der Energy, wo du wie Red Bull-mäßig immer wieder trinken kannst. Immer und immer wieder. Es ist scheißegal, wie oft. Also, Monte Abi. Also und fertig. Ja. Jo. Doch, Mann. Schmeckt auf jeden Fall richtig. Ich würde mir das sogar. Digga, ich finde Blueberry, Coconut und Tropical Exotic, die beiden von Farbe und Geschmack und Geruch. Geben wir mal so komplett Punkte einfach. Für Blau, Geschmack, Geruch, Farbe. Wenn du von 1 bis 10 einen Punkt für Gesamtpaket geben kannst. Jetzt Gesamtpaket. 9. 9, blaue. Ja. Tropical Exotic. Gesamtpaket. Ich probiere nochmal. 7. 7. Ja. Die Geschmackssache. Und Ding, Raspberry Cheesecake. Das ist Geschmackssache. Ich stehe auf diesen Cake-Geruch nicht. Das riecht nach Chupa Chups irgendwie. Ich mag das ja, nicht. Dieser Geruch, das ihr müsst eins verstehen. Ich stehe sowieso auf Lemon-Sachen. Ne? Nummer eins bei mir ist alles, was mit Zitrone. Ich liebe es. Erstmal das. Bist du eher der Pfirsich-Typ oder der Zitrone? Pfirsich. Bist du Pfirsich-Typ? Ja. Okay. Ich bin eher zur Zitrone-Typ. Das muss man auch noch wissen. Raspberry Cheesecake. Also Gesamtpaket. Ja. 5. Ich gebe Blueberry. Pfirsich, beste. Nee, Mann, ich liebe Zitrone, Digga. Bei Zitrone. Ich glaube, ich habe so einen Kick in mein Herz gerade von, das ist so viel Energy. Ja. Scheo, du Banner, ich brauche gerade so ein bisschen Musik. Alter, Digga, lass mal nach diesem Gönnergy. Was? Stellt euch mal vor, wir im Club. Ihr seht uns einfach mal so im Club. Der schreit, ich würde mittanzen. Jungs, das war zu viel Energy. Ja, aber ich fühle mich echt ein bisschen auf jeden Fall fitter. Ich fühle mich auch fit, Digga. Ich könnte gerade 50 Stunden streamen. Genau, ich bewerte jetzt mal. Du hast es schon bewertet. Blau gebe ich komplett 9. Tropical gebe ich 8. Cheesecake gebe ich komplett. Also ich gebe 4. Das 5. Die beiden, also meiner Meinung nach, ne, wie gesagt, Geschmack ändert sich. Das ist das Geiligste. Das befreit dich, Digga. Holt euch den Scheiß und probiert auf jeden Fall. Das nächste Projekt ist von Jump Rock. Das alte Getränk hatte ich schon getrunken gehabt. Ich habe alles weggeext, Digga. So geil war das. Aber jetzt hat der andere. Das war erste war der Suchte. 100 Kilometer gefahren, um alles zu nehmen, Video zu drehen. Da habe ich alles selber getrunken. Walla. Jetzt heißt es Ace-T. Ja. Lasst uns unter den Kommentaren wissen, was wir als nächstes probieren sollen. Wir würden uns freuen. Und jetzt fickt euch. Spaß. Digga, ich bin zu wach. Sollen wir ein bisschen ballern? Sollen wir irgendwas machen? Definitiv. Was? Boah, mich dreht schon, Digga. War das zu viel? Wie gesagt, vergiss nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und schreibt unten in den Kommentaren, was wir als nächstes probieren sollen. Ja. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Er hat noch nicht Kanal, kommt bald, YouTube. Ade, mach's eh. Check the mic and make sure it sound right, boys.